Hallo liebe Bierfreunde von nah und fern und willkommen bei einem neuen Biertest mit mir, den alten Biersüffler. Heute auf dem Gabentisch machen wir wieder einen Ausflug nach Bayern. Und zwar in der Benediktiner, glaube ich, Brauerei. Wenn ich es richtig gelesen habe, Kloster Scheiern. Ja, Klostergold hell mit 5,4% Umdrehungen. Ja, die guten Benediktiner-Mönche. Interessant, interessant, interessant. Ja, da drin... Wasser, Gerstenmalz und Hopfen, ist ganz klar. Und ich kenn's noch nicht. Und ich bin mal gespannt. Bin jetzt wirklich mal gespannt, weil das sieht jetzt hier schon fast so ein bisschen, ja, ne, traditionell aus. Von der Optik her, so wie die Flasche daherkommt, also diese Euroflasche. Mach ich einfach mal auf. Haben wir auf jeden Fall Durst drauf. Schönes Helles geht immer, denke ich. So, wollen wir mal gucken. Die Kapsel ist bedruckt. Auch sehr edel. Schaut so aus. Euch Sammler. Ja, auf jeden Fall Lust jetzt drauf. So, mal schauen. Entspannungsverdampfung ist drin. Dampft ein bisschen. Schön. Und lass mal laufen. So, da kommt es auch schon hineingeschossen. Mmh, lecker, lecker, lecker. Oh, das sieht aber gut aus. So. Die steht gut im Glas. So, was haben wir da? Ja, ganz klein Bier. Nichts Verrücktes, nichts Spezielles. Ganz traditionell vom Aussehen her. Erster Eindruck. Zwei fingerbreite Blume. Schneeweiß das Ganze. Feinporig, recht linear. Ein paar Luftbläschen sind drauf. Die begrüßen einen, zerplatzen ein bisschen. Der Zerfall hält sich so in Grenzen. Ich sag mal so, 90 Sekunden sollte er locker anhalten. Sieht schon ganz gut aus. So, im Glas selbst haben wir schönes Getreidegold. Tatsächlich wie ein helles, ist auf jeden Fall heller als Mittelgold vom Ton her. Also ein helles Getreidegold, so in diese Richtung geht das rein. Deutlicher Gelbton, richtig schön kräftig, richtig schön tief, saftig, kernig. So soll es sein. Ja, eher schwerfälliger, langsamer Aufstieg der Perlung, der Karbonisierung. Finde ich gut unter Blumenteppich, hat keine Risse, Löcher oder Inselchen, das heißt, er hat sich hier schön nachgebildet. Und ich habe ja gesagt, 90 Sekunden sollte er bleiben und hier, wenn man sich das so angucken mag, bleibt auf jeden Fall einiges an Proteine anscheinend drin, sieht gut aus. Ja, ist absolut top, also wenn ich mir das so angucke. Zehn von zehn Punkten. Höchstwertung für die Optik, für die Ästhetik. Sieht lecker aus. Ganz klar. Stellt mir ein Wirt das so hin, würde ich auf jeden Fall annehmen. So, mal schnuppern. Mhm. Eine ganz, ganz leichte Würze kann ich da herausriechen, aber insgesamt sehr, sehr mild, kaum wahrnehmbar. Also es ist ganz leichter Würze, ansonsten ist eigentlich so alles recht im Hintergrund sehr, sehr mild vom Geruch her. So, ihr Lieben, dann wollen wir mal wieder, was? Ist wieder an der Zeit, machen wir mit Freude. Auf euch, zum Wohl. Auf das Bier und auf den Genuss. Ja, ist wirklich sehr mild. Mal gucken. Mhm. Oh. Aha. Ja, schön weiches Brauwasser. Schön samtig im Mund. Weich. Die Aromen nacheinander, nicht parallel verlaufend, finde ich gut. Aufbauend. Leicht süßlich, erwarte ich von dem Hellen auch. Lieblichkeit ein bisschen ist drin, aber nicht so intensiv, wie ich jetzt vermutet hätte. Ich hätte jetzt gedacht, so, na, Helles, die sind ja meistens immer so beim Antrunk ja schon doch recht lieblich in der Gesamterscheinung. Manchmal vom Fruchtkörper her, manchmal vielleicht vom Malzkörper her. Hier hält sich das eher so dezent, sage ich mal. Also auch eher ein bisschen milder, aber deutlich wahrnehmbar. Jo. Mundraum ist gut benetzt. Ist
denke mal auch eher ein gemütliches Bier. Kommt nicht ganz so dynamisch daher. Und vom Nachgeschmack auf jeden Fall, der ist vorhanden. Auch durchaus ein bisschen länger anhaltend. Also man merkt jetzt noch ein bisschen, da ist was. Also ja, so viel erstmal der erste Eindruck. Der macht auf jeden Fall Spaß, der erste Eindruck. Optik, Geruch, okay, ja nicht ganz so ausgeprägt. Dafür aber der Antrunk funktioniert. So, machen wir mal weiter. Mal gucken, was da noch passiert hier. Ja, schöner Hopfen. Den merkt man. Also, ich kann jetzt schon sagen, nach dem zweiten Schluck. Ja, das kann ich sagen. Ich kann jetzt schon sagen, nach dem zweiten Schluck, was hier eine ganz, ganz große Rolle spielt, und zwar, das ist der Hopfen. Der hat ein schöner Aromahopfen, der hier verwendet worden ist, würde ich jetzt mal behaupten, da das so Ganze so richtig blumig, frisch schmeckt. Ja, das scheint im Rampenlicht zu stehen, also da ist so als Kern im Zentrum, da steht so der Hopfen, der wirklich seine ganzen Aromen ausstrahlt und an diesem Hopfen haften im Prinzip noch weitere Nuancen, die ich an nächster Stelle in dem Fruchtbereich beschreiben würde. Also der Fruchtkörper ist durchaus vorhanden, kennt man vom Hellen generell sowieso her. Also ich habe es öfters mal schon erlebt, gerade bei bayerischen Hellenbieren, da wo ich auch gesagt habe, Mensch, das mit dem Fruchtkörper, das schmeckt mir eigentlich recht gut. Eine leichte Fruchtigkeit ist da drin, das wirkt dann erfrischend auf der Zunge und beim Schluckverhalten her, das finde ich immer ganz gut. Und hier, wie gesagt, steht dann der Hopfen so schön im Fokus, ne, im Vordergrund, und dann dahinter kommt gleich der Fruchtkörper und dahinter entwickelt sich dann erst so der getreidige Part, ne, wo man so sagt, so ja, das ist dann halt der Malzkörper, der so ein bisschen auch Lieblichkeit noch von sich gibt, aber wie gesagt, eher dezent. Es ist jetzt nicht so süß, wie als hätte ich gedacht. Ja, mein Gott, wie als hätte ich gedacht. Nicht wirklich doll der Satzbau, aber egal, ihr wisst, was ich meine. So. Leichte. Wir überlegen aber. Es schmeckt so ein bisschen diese Lieblichkeit innen drin. Ich hatte gerade so eine Assoziation im Kopf. Erinnert mich so ein bisschen an Biscuit. Wenn ich also an so einen Biscuit-Teig denke, der auch so in diese Richtung so ein bisschen Teigsüße so geht. Wie mag ich da? Ich habe erst überlegt, so, ist das Vanille? Ist da so eine Spur Vanille rauszuschmecken? Ich so sofort so Vanillepudding irgendwie im Kopf und habe gedacht, nee, das kann nicht sein. Aber so Biscuit, so, ja, das ist so ein bisschen so nach. Dieses Liebliche geht tatsächlich so in diese Richtung Biscuit rein, finde ich. Das passt ganz gut mit diesem Fruchtkörper, der da drin ist. Ja, und Schluckverhalten. Ich habe es ja schon ein paar Mal jetzt getestet. Ihr merkt schon, ich mache das jetzt nicht mehr extra, weil ich teste das jetzt schon. Das ist auch total samtig. Da kratzt nichts, da beißt nichts. Den Alkohol, den merkst du eigentlich kaum da drin. Ja, das sind ja immerhin 5,4%. Der ist so gut rausretuschiert, dass man den gar nicht schmeckt. Also nicht metallisch oder unangenehm, dass es beißt, zwickt oder juckt beim Schlucken oder es unangenehm wirkt. Gar nicht. Also komplett weich, samtig das Ganze. Ja, ist ein wunderschönes, helles Bier, sehr ehrlich in seiner gesamten Erscheinung, eine super Rezeptur, ja, traditionell, tatsächlich schmeckt man auch ein bisschen, finde ich gut, ist jetzt nichts Ausgeflipptes oder Verrücktes oder so, das ist einfach ein ehrliches, bayerisches Bier, kann man ganz klar sagen, wer es nicht ganz so lieblich mag, der ist hier auf jeden Fall gut beraten, denke ich mal, ne? Weil das Ganze, das ist hier wirklich gut ausbalanciert. Ist ja lecker, kann man einen schönen Abend mit verbringen. Und ist mild, also ist eher was Leichteres, auch für Frauen wunderbar geeignet, denke ich mal. Ja, damit sind wir fertig, müssen wir noch schnell bewerten, das Ganze. Ist mir allerdings wirklich recht hohe Punktzahl wert. Ich bin noch am Schwanken, aber ich denke mal, wenn wir mehrere davon trinken, könnte es vielleicht dann auch wieder sagen, ach, wird langweilig. Machen wir 4 draus. 4 von möglichen 5/6 Punkten ist es mir auf jeden Fall wert. Und damit ist der Bier so flat draußen. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse und bis zum nächsten Biertest. Bis dann!